88% meiner Zuschauer haben kein Abo. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und nehmt als Dank die Glocke mit. Und wenn euch das Video gefällt, zeigt es mit eurem Daumen. Ach, und wenn wir gerade schon dabei sind, folgt mir auch auf Instagram, Facebook, Twitter und Twitch. Danke für euren Support. With the loss of an arsenal turret, followed by the destruction of their ballistic missile base, Jerusha is running out of ways to counter. This is a great opportunity for the Ocean Army to bolster our power to eventually take down the Erusian capital of Farbanti. The special long-range strategy is entering its final phase. Our objective is to attack and capture the Erusian Air Force base in Cape Rainey in northern Erusian. This important base is at the forefront of our strategy to establish control of Farbanti. Under the cover of night, our plan is that all squadrons will invade from the valley to the south and mount an air assault on the area. The enemy's observation field has eyes on the skies above the valley, so your altitude will need to be restricted. If you go over a certain altitude, the enemy could spot you, ending the mission in failure. Keep that in mind. Once you arrive, you are to take out the enemy's air defense forces as soon as possible and prepare for the support squadrons. When the air defense forces are neutralized, the helicopter squadron should arrive carrying Marines. The plan is to take control of the base. Getting through the valley is only half the job. Okay, da wär's vielleicht dann gar nicht mal so blöd, vielleicht mit einem langsamen Flugzeug zu fliegen. Ich weiß es ja nicht. Aber die Sache ist, es sind halt mehr Luftziele als Boden- und Seeziele, gell? Wobei, so viel macht das auch nicht aus. Wir haben ein paar Flugzeuge, Helikopter, aber auch Bodenziele. Ich würde aber trotzdem sagen, nehmen wir wieder das Warzenschwein mit. Nehmen wir ja ein bisschen langsamer oder so, aber wir können ziemlich schnell die Bodenziele vernichten, um dann in den Luftkampf zu gehen. So würde ich es jetzt mal machen. Oh nein, geht das wieder los. Okay, der Vorteil natürlich, wir sind jetzt ein bisschen langsamer. Wir müssen eh noch ein bisschen näher ran. So, Autopilot tut immer so ein bisschen stabilisieren. Alter, was war das gerade hier vorne? Eine Windböe. Alter, so sensibel. Gerade richtig krass. Oh, ich bin dran. Alter, guck mal, der Wind. Was geht ab? Okay, das ist richtig übel. Wir haben halt auch noch eine Zeit. Alter, der Wind. Wow. Alter, wie der sich auch aussieht, wie das Ganze sich verschiebt. Come on, rein, rein, rein. Ja, ein bisschen, oder? Puh. Alter, der Wind auch so richtig. Also an der einen Stelle hat er richtig mal so links, rechts dagegen. So, der geht so vorne rein. Puh. Strider 1, you have passed through waypoint 1. No weapons until you reach the enemy base. Wir müssen jetzt einfach durchfliegen, oder? Ui. Jetzt kommt irgendwo vielleicht, keine Ahnung, so eine Brücke oder so. Oha. Das hier mit diesen Suchscheinwerfern.
Ja, easy. Oha. Jetzt ist interessant hier. Okay, warte, der eine bewegt sich. Gehen wir hier unten durch. Wow, das war fast zu viel. Okay, hier kommt die Brücke. Sind schon so weit? Hey, ist ganz schön eng. Also hier sind gar keine Suchscheinwerfer, zum Glück. Wäre ein bisschen übel, wenn da welche wären. Es macht so viel aus mit der Geschwindigkeit von 600 auf 800. Auf so einer freien Fläche macht das halt gar nichts aus, gell? Aber hier... So. Oh, der bleibt hier stehen. Okay, gut. Oh, hier wird's interessant. Probier mal so ein bisschen mit dem Ruder zu fliegen. Ein bisschen einfacher oder halt ein bisschen... Hat man ein bisschen mehr... Kontrolle, wenn ich so rüber neige. Alter. Alter, was geht jetzt ab? Macht der hier? Okay, er bleibt stehen. Alter. Auf dem Ding sieht's gerade aus. Wow. Wow. Nein. Nein, ich war über 600. Alter, come on. Also Richtung Ende. Was geht denn da ab? Hä, vor allem das... Ich habe jetzt mal ganz kurz auf die Minimap geschaut. Da sah es aus, als würde es gerade ausgenommen. Kommt da so eine Wand? Alter, aber das Ende. Schon übel. So, ein bisschen weiter runter. Gerade ein bisschen sehr weit oben. Ein bisschen vom Gas runter. So. Hier eine kleine Pause. Da hinten geht's schon wieder weiter. So, gucken wir mal, wie sie sich bewegen. Ganz schön weit runter.
Ich weiß, ich muss hier nicht schnell durch, aber ich sag mal so, bei den anderen Passagen könnte man ja schneller durch. Wenn es möglich ist. Wir müssen jetzt schauen, nachher dann. Guck mal hier, Mann, das sieht so aus, als geht es nur noch geradeaus. Also jetzt noch rechts und dann nur noch geradeaus. Mach jetzt hier mal ein bisschen langsamer. Jetzt sieht es aus, als würde es geradeaus gehen. Wieder runter. Okay. Die knifflige. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, wie es hier weitergeht, aber ich glaube, das Knifflige haben wir schon geschafft. Wow, wow, wow. Uiuiui. Oha. Ich fühle mich gerade wie beim Mission Impossible irgendwie. Anstatt Laserstrahlen gibt es hier halt Suchscheinwerfer. Oh, sehr schön. Darf ich jetzt über 600 gehen oder nicht? Ich bleib jetzt mal so ein bisschen hier unten. Was müssen wir machen? Das ist ein Flugzeug so ein bisschen weiter weg. Oh, hier haben wir noch ein paar. Nein, 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 nein. Okay, es war knapp, Leute. Nicht gedacht, dass wir so weit unten sind. Hä? Wo ist er hin?
Ah, verdammt. Zu schnell nochmal die Rakete abgeschossen. Ja. Autsch. Aber 40% geht ja doch. Oh, was? Oh, sind gerade ein bisschen langsam unterwegs. Oha, wir sind hinter uns. Oha, was geht jetzt hier ab? Alter, hier geht alles kaputt. Ah. Ja, Alter, was ist denn los hier? Ging gar nichts mehr weg. Oh, ich hoffe, ich muss nicht immer durch das Tal durch. Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Da müssen wir wieder ein bisschen aufräumen hier. Wird angegriffen. So, wir müssen kurz umdrehen ein bisschen. Mal gucken, ob wir hier ein paar Ziele reinbekommen. Dann machen sie alle fertig. All die Helis sind easy. Und ein Treffer. Oha. So, der eine ist jetzt gar nicht weggeflogen, oder? Glaube ich jetzt nicht. Der ist kaputt gegangen? Ich glaube schon. Wir sind ein bisschen ausgewichen, auch wenn wir gar nicht so schnell unterwegs waren. Da das Problem hier. Ah, kommt mir gerade entgegen. Irgendjemand fliegt an und hinter mir rum. Treffer, Treffer zerstört. Sehr schön. Oh. Oh. Fällt zwei Raketen da rein. So, ah, da kommen wieder ein paar. Ja,
Bodenziele. Sieht, glaube ich, alles gut aus, oder? Nichts Neues hier. Nein, nein, nein. Wow. Ich wollte gerade das Ziel wechseln. War nicht so gut. Autsch. Oh, noch zwei. Alter. Oh, Leute, was ist denn hier los? Fliegen wir hier ein bisschen weg. Denn ich, wie gesagt, noch ein Ziel und jetzt sind wieder mehrere da. Leute, was geht ab? Alter. Hey, wir haben 37. Ich habe gedacht, wir haben nicht mehr so viel. Oh, verfehlt. Ja, das war ein bisschen zu knapp eigentlich. Alter, was geht hier ab? Noch so ein paar Helis. Alter, dieser Tank. Wir haben noch ein Flugzeug mit dabei. Oh, wo bist du? Hä? Mich dreht's. Sehr schön. Jetzt noch der Heli. Ah, der ist gerade sehr nah bei mir. Nochmal jemand. Was geht ab? Check gar niemand mehr. Gehen die hier in die Gebäude rein. Aber die Zeit läuft eigentlich weiter. Ich habe kein Ziel mehr. So. Sehr schön. Wuhu, Party! Hoffentlich ist die Pizza noch warm. Oh, ich hatte mich schon gewundert. Schon gedacht, dass wir landen müssen. Das wird sogar eine richtig schöne Landung diesmal. Cross. Right on the money, Strider One. Strider One has landed. Let's go and greet him. Excellent work on the night raid. Submarines have arrived from the Ocean mainland and are refueling. This base will serve as a frontline platform for our mission to take Farbanti. We're almost at the end of this operation.
So, komm, Rang A. Wir waren schnell. Nein. Okay. Ja, leider. Mal wieder B. Hatte ich schon mal mehr als B? Ich weiß es nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Mission dann hoffentlich wieder. Bis dahin. Wiederschauen und reingehauen.